Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder der WBG. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen in den Reichsengelhorn-Museen in Mannheim. Wir möchten heute eine virtuelle Führung anbieten durch die Ausstellung Yesterday, Tomorrow. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns aber auch besonders, dass Sie auf diese ungewöhnliche Art und Weise an einer solchen Veranstaltung teilnehmen. Sie wissen, dass die WBG für Mitglieder immer wieder solche Veranstaltungen anbietet, Führungen, Kuratorenführungen in der Regel durch Museen mit unseren Partnern, mit unseren Partnermuseen. Und zu diesen Partnern der WBG Kulturcard, die Sie sicherlich alle kennen, zählen seit heute auch die Reichsengelhorn-Museen. Und wir sind sehr froh, dass wir mittlerweile ein Portfolio von über 50 Museen anbieten können, bei denen Sie als WBG-Mitglied besondere Vergünstigungen erhalten. Ja, wir schauen uns heute eine Ausstellung an, auf die auch ich sehr, sehr gespannt bin, denn es ist eine, wie der Titel schon sagt, eine Verbindung von gestern zum, nicht nur heute, sondern zum Morgen. Ich bin sehr gespannt, was uns die Kuratorin der Ausstellung, die uns heute hier empfangen hat oder empfangen wird, Gabriele Pieke, was sie uns erzählen wird über die untergegangene Welt der ägyptischen Kultur in Verbindung zu dem, was unsere Welt heute auszeichnet. Das ist das Besondere an dieser Ausstellung, zugleich klassische Archäologie und moderne Kunst. Frau Pieke ist wissenschaftliche Leiterin der ägyptologischen Sammlung in den Reichsengelhorn-Museen hier in Mannheim und hat diese Ausstellung für die Besucher zusammengestellt und wird uns heute durch diesen fantastischen Raum führen. Sie sehen, was hier eine sehr, sehr schöne, sehr besondere Stimmung ist. Ich freue mich jetzt auf eine spannende Führung durch die Ausstellung mit der Kuratorin Gabriele Pieke. Herzlich willkommen. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen hier in den Reichsengelhorn-Museen und heute hier in der Ausstellung Yesterday, Tomorrow, die einen großen Bilderzyklus des Künstlers Marc-Erwin Barbey zeigt, der tatsächlich einen ganz großen Spagat macht, nämlich die altägyptische Kunst und deren Darstellungsweisen tatsächlich in moderne Fotomontagen überführt. Und das ist halt etwas, was sehr, sehr spannend ist, dass er tatsächlich versucht, im Prinzip die antike Kunst wiederzubeleben und Themen aufgreift, die in der Antike von Bedeutung waren, die sich widerspiegeln und gleichzeitig tatsächlich sie ganz modern verarbeitet. Und die altägyptische Kultur hat ja eine sehr stark reglementierte Kunst, die spätestens seit dem 3. Jahrtausend einen festen Formenkanon kennt. Das hat auch zu der Wahrnehmung geführt, dass die ägyptische Kunst sehr statisch ist. Aber das ist einfach eine Konvention, der man sich unterwirft, um das zu zeigen, was man als ägyptisch wahrgenommen hat. Was für Herrn Barbey von besonderem Interesse ist, ist die sogenannte aspektivische Darstellung. Das ist eine sogenannte Mehransichtigkeit, die dazu führt, dass man in den zweidimensionalen Bildern tatsächlich, wie man das hier in einem Relief aus der Universität Heidelberg sehr schön sehen kann, dass man den Körper tatsächlich gleichzeitig von verschiedenen Ansichten zeigt. Man hat Profilansichten des Oberkörpers oder auch des Auges und diese Profilausschnitte kombiniert man dann zusammen mit Frontalansichten. Das heißt, man hat sozusagen ein verzerrtes Bild nach der Realität, aber das ist einfach eine Konvention, die sehr, sehr typisch ist und ab dem 3. Jahrtausend in Ägypten sehr maßgeblich. Und diese aspektivische Darstellung hat Marc Barbey dann übernommen in seine ganz großen Bildzyklen und überführt die sozusagen fototechnisch in die Moderne. Er hat hier eine Art Konzept-Gesamtkunstwerk geschaffen, in dem die Arbeit von mehr als 50 Personen steckt. Hier haben 13 Ägyptologen aus sehr namhaften Institutionen, der Brown University, Harvard, der Sorbonne, aber auch dem Römer-Pelizaeus-Museum in Hildesheim mitgewirkt und mit Herrn Barbey zusammen tatsächlich solche Bildthemen
genommen und versucht, sie tatsächlich in die Moderne zu überführen. Und dann wurden Fotomodelle von vielen Ansichten fotografiert. In der Regel so 10 bis 12 Aufnahmen stecken hinter jeder dieser Einzelfiguren. Und die wurden dann bildtechnisch so verarbeitet, dass sie tatsächlich auch wieder dieses Aspektivische, diese Mehransichtigkeit miteinander verbinden. Sehr typisch für die ägyptische Bildkunst ist ja auch ein sehr streng formal geregeltes Bild, das in der Regel auf sogenannten Registern stattfindet. Auch das kann man hier sehr, sehr schön sehen an diesem ersten Bild, das den Titel Dear Pharaoh trägt. Und diese Bildregister hat er aber auch dahingehend wieder manipuliert, dass sie nicht einfach Striche sind, sondern tatsächlich Großaufnahmen von Materialien, zum Teil sogar tatsächlich aus der Fotografien von Steinen der Cheops-Pyramide, von einzelnen Gefäßen aus Museen, bis hin zu einem Zen-Garten in Kyoto. Und dann lässt er ganz, ganz viele Ebenen in dieses Bild mit einfließen. Und auf diesen Bildregistern finden sich dann die Protagonisten dieses Bildes. Hier jetzt, ich habe es gerade schon gesagt, ein Bild, das Dear Pharaoh heißt und das tatsächlich die einzige Person in der Zentralperspektive in der gesamten Bildserie vorstellt. Eine monumental überhöhte Figur eines ägyptischen Pharao, ganz klassisch zu erkennen an der Krone, die er halt auf dem Kopf trägt. Wobei hier interessanterweise tatsächlich ein weiblicher Pharao dargestellt ist. Auch etwas, was Marc Barber immer wieder in die Bilder einfließen lässt, die Umkehrung von traditionellen Geschlechterrollen. Und dieses Bild hier ist sehr schön auch an dem Anfang gestellt, weil man die politische Botschaft und die sozialkritischen Aspekte, die Marc Barber interessieren, sehr schön hier auch zeigen kann. Denn Sie sehen hier ganz viel Text auch um diesen riesengroßen Pharao laufend. Und das ist tatsächlich ein Text, der auf Nordkorea anspielt. Denn es ist eine Übertragung der 10 großen Prinzipien zur Schaffung eines einheitlich-ideologischen Systems, sozusagen ein Gründungstext, der für Nordkorea eine große Rolle spielt. Und es gibt hier sozusagen die Brücke des antiken Ägyptens, eines ja auch durch Geburtslegenden zum Teil geprägten Pharaonentums, wo die Könige letztlich sich darstellen lassen, dass sie Gott gegeben ihr Amt übernommen haben. Und dergleichen gibt es halt auch in dem jetzigen Führerkult, wenn man das so sagen möchte, in der Familie Kim in Nordkorea, die tatsächlich auch eine Art Geburtslegende hat. Und so gibt es eine interessante Brücke zwischen der altägyptischen Kultur und modernen Gesellschaften, die sehr repressive Herrschersysteme haben. Und das ist etwas, was Marc Barber ganz besonders interessiert, sozialkritische Themen, die Inszenierung von Macht, von Herrschaft durch solche auch monumentalen inszenierten Bilder, wie wir sie natürlich auch aus Nordkorea ganz besonders kennen. Und das eine Frage, ja. Marc Barber ist ja Deutsch-Amerikaner, stammt genau. aus einer Frankfurter Familie, ja. haben Sie genau. mir erzählt im Vorfeld. Gibt es da autobiografische Bezüge zu der ägyptischen Welt oder auch zu diesen Nordkorea-Themen? Oder ist er ein sehr politischer Mensch offensichtlich? Er ist ein sehr politischer Mensch. Er kommt eben aus einer jüdischen Familie in Frankfurt. Und das ist natürlich vielleicht auch einfach ein Hintergrund, der einen etwas sensibel macht für gerade geschichtliche Perspektiven auch. Und er hat sich halt sehr, sehr mit politischen Systemen auseinandergesetzt. Und auch sein amerikanisches Leben, würde ich sagen, fließt hier immer wieder mit ein, was man sehr schön auch an dem nächsten Bild Dann sehen kann. Gehen wir gerne weiter. Weil das trägt den Titel Horus is watching you. Horus, einer der ganz großen Göttergestalten Ägyptens. Und hier auch im übertragenen Sinne eingeflossen, weil der ägyptische Pharao sich als der lebende Horus bezeichnet tatsächlich. Und wir sehen hier ein sogenanntes Horus-Auge, das ja die Mischung zwischen einem menschlichen und einem Falkenauge ist, ganz im Zentrum des Bildes. Der Pharao sitzt hier noch linker Hand, dahinter wahrscheinlich ein Schreiber mit so einer Papyrusrolle. Und vor dem Auge dann noch der Visier, in dem Fall wieder ein weiblicher Protagonist, der hier charakterisiert ist durch Nadelstreifenschurz. Denn die ägyptische Kunst ist ja sehr geprägt dadurch, dass sie sehr stereotype Darstellungsformen hat. Und auch die Ikonografie, das heißt die Trachtelemente, die einzelnen Attribute sind sehr, sehr geregelt und dienen in der Regel zur Repräsentation von Status und zur Verortung der Figuren.
Wir müssen ja für Ägypten auch davon ausgehen, dass 95% der Menschen illiterat waren, nicht lesen und schreiben konnten. Das heißt, die Bilder spielen in der ägyptischen Kunst eine ganz, ganz große Rolle der visuellen Kommunikation, auch der Kommunikation von Propaganda, ganz so, wie man das gerade eben schon gesehen hat. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, darauf zu schauen, was haben die Menschen an. Solche sehr aufwendigen Kleidungsgegenstände sind natürlich der Oberschicht vorbehalten. Horus is watching you, habe ich gerade gesagt, ist der Titel dieses Bildes. Und hier geht es ganz dezidiert um die Überwachung des Staates. Also wir thematisieren hier wahrscheinlich die NSA und dergleichen, also das Mitlesen von E-Mails und Social-Media-Posts, wie sie hier so strahlenförmig von dem Auge herunterlaufen. Das sind tatsächlich originale Zitate von E-Mails. Und das große Auge, Big Brother is watching you, ist natürlich das Zitat von George Orwell, was hier eine Rolle spielt, ist im Prinzip ein wichtiges Thema. Wir sind so ein bisschen zum gläsernen Menschen geworden, das Mitlesen und Mithören von unseren Telefonaten und unseren Social Media Posts ist natürlich auch ein großes Thema, auch in unseren Gesellschaften. Und in der Antike war es natürlich sowieso klar, dass es eine streng geregelte Kommunikation gibt, schon allein deswegen, weil eben nur ganz wenige Menschen lesen und schreiben konnten. Interessant vielleicht einfach hier auch die Bildsprache nochmal. Wir haben hier auch kleine extra Hieroglyphen-Emojis, die Marc Beibe entwickelt hat mit einem Kollegen von mir, dem Basler Ägyptologen Matthias Müller. Und die hier sozusagen eine Neukreation sind. Ansonsten versucht Marc Beibe tatsächlich auch immer wieder Schrift ins Bild zu rücken. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt in Ägypten ein großes Illiteratentum. Die visuelle Kommunikation steht sicherlich auch im Vordergrund. Gleichzeitig ist es immer wichtig, auch Text zu haben, um den Namen der Protagonisten näher kennenzulernen. Und das greift Barbey auf und setzt es aber natürlich ganz anders um. Und hier steht im Prinzip auch drüber, worum es thematisch geht. Man kann hier lesen, he sees what is in the hearts. Und man sieht hier sehr schön etwas, was auch der Hieroglyphenschrift entnommen ist, die Nutzung von sogenannten Deutzeichen, von Determinativen. Hinter der Vokabel see, sehen, steht ein Auge, hinter den Herzen drei Herzen, und das ist im Prinzip etwas, was tatsächlich der Hieroglyphenschrift entnommen ist, dass man so Sinnzeichen hinter einzelne Vokabeln steckt. Ja, dann gehen wir ein Stück weiter. Und kommen nochmal zu dem Thema zur monumentalen Bildsprache. Ein Bild, was den Titel The Image Maker trägt und natürlich hier den Bildhauer im Prinzip thematisiert, wobei der Bildhauer deutlich kleiner ist als seine Werke, die er schafft. Wir sehen hier wieder eine kolossale Figur, und jeder, der schon mal in Ägypten war oder in ägyptischen Sammlungen war, der kennt natürlich auch die weit überlebensgroßen Skulpturen und Statuen, die eine ganz, ganz große Rolle spielen. Zumeist den Pharao darstellen, wie hier jetzt auch tatsächlich sehr schön zu erkennen an der Doppelkrone für Ober- und Unterägypten. Und dass es sich in dem Fall tatsächlich um eine Statue handelt, kann man einfach daran sehen, dass sie im deutlichen Profil gezeigt ist. Also nicht mehr dieses aspektivisch mehreinsichtige hat wie die anderen Figuren, sondern die beiden Statuen sind im Profil dargestellt und stehen auf einer Statuenbasis. Etwas, was tatsächlich halt auch in der ägyptischen Kunst ganz gerne so verwendet wird, wenn man auf Statuen verweisen möchte. Und der Bildhauer, der schafft hier eben diese riesige Skulptur, die natürlich auch in gewisser Weise der Propaganda des Pharao dient. Und die sehr, sehr typisch sind für die ägyptischen Bildwerke. Was auch immer wieder in diesen Bildern hineinfließt, sind tatsächlich so eine Kombination, ich habe gerade schon gesagt, eine Art Collage von verschiedenen Einzelelementen. Nicht nur die Figuren sind selber zusammenmontiert auf dem Computer, sondern sehr schön ist das hier zum Beispiel zu sehen, dass er hier tatsächlich auch Fotografien von antiken Originalen mit ins Bild hineinbringt. Wir sehen hier ein prädynastisches Gefäß aus dem 4. Jahrtausend vor Christus, das aus der Sammlung des Römer-Pelizaeus-Museums in Hildesheim stammt. Und
quasi fototechnisch hat er dieses Objekt mit integriert. Und die Damen tragen hier Tabletts, die auch irgendwie von großem Wert sind. Das sind halt Designer-Tabletts, die sich heute in der berühmten Designsammlung des Museum of Modern Art in New York befinden. Also diese Collage-Technik ist halt ein ganz, ganz wichtiges Element, was Herr Marc Barbey nutzt, um im Prinzip seine Bildthemen zu visualisieren. Und in dem Fall ist tatsächlich auch der in das Bild hineingeflossene Text von großem Interesse. Es geht ja um das Thema der Kunst und der großen Skulpturen. Und dieser Text hier ist ein Originalzitat einer sogenannten Sphinx-Stele des Pharao Amenhotep II., die sich neben dem großen Sphinx in Giza, den Sie sicher alle kennen, gefunden hat und tatsächlich im Prinzip das eine Art historisches Ereignis beschreibt, dass der junge Thronfolger an diesem Ort war in Giza und erkannt hat, welche großen Vorfahren er hat und dass er tatsächlich die Pharaonen Cheops und Chephren wieder sozusagen ins Bewusstsein rücken möchte und die in 1000 Jahre vor ihm geschaffenen Pyramiden und in 1000 Jahre vor seiner Zeit geschaffenen Sphinx auch vom Sande befreit hat und tatsächlich wieder einer Ehrung zugeführt hat. Und dann kommen wir zum nächsten Bild, was auch wieder stark sozialkritisch geprägt ist und den Titel The Altering Past trägt. Hier geht es tatsächlich um die Manipulation von Erinnerung und das Spielen oder Ausradieren auch von historischen Informationen. Das ist natürlich etwas, was wir auch alle aus unseren Kulturen kennen, dass halt historische Ereignisse oder auch historische Persönlichkeiten tatsächlich manchmal einfach so totgeschwiegen werden und nicht mehr so groß im Fokus stehen. Und etwas, was in der Antike natürlich auch eine große Rolle gespielt hat und immer wieder vorkommt, ist eine sogenannte Damnatio Memoriae, das bewusste Auslöschen von Erinnerung. Wir sehen das hier exemplifiziert an einem sehr berühmten ägyptischen Pharao, dem König Echnaton, der auch als Ketzerkönig bezeichnet wird, weil er etwas gemacht hat, was sehr ungewöhnlich ist. Er hat sozusagen versucht, das religiöse System umzukrempeln und ist ganz massiv gegen vor allem die Priesterschaft und den Gott Amun vorgegangen, hat dessen Tempel geschlossen, die Priester wurden freigesetzt. Er hat eine neue Residenz geschaffen und hat eine Art neuen Gott kreiert und den halt in den Fokus gerückt. Also es wird gerne für die Zeit des Echnaton auch von Monotheismus gesprochen. Das muss man aber tatsächlich ein bisschen relativieren. Es ist aber auf alle Fälle eine ganz starke Betonung des Gottes Aton. Und den Aton, den Sonnengott jetzt hier, sehen wir halt hier ganz rechts im Bild mit seinen charakteristischen Armen. Und davor steht dann der Pharao Echnaton mit seiner Familie, den berühmten Prinzessinnen. Und auch hier unten ist ja nochmal dargestellt, wie er aus einem sogenannten Erscheinungsfenster guckt. Und man sieht halt, dass jetzt hier diese Bilder verpixelt sind. Und wenn man genau hinguckt, findet man auch tatsächlich im Text so ausgelöschte Passagen. Und das ist sozusagen die moderne Art, Erinnerung zu zerstören, indem man Bilder quasi nicht mehr verstehbar macht, indem man sie in die Unschärfe führt. Und das ist halt unsere Art, in der Moderne sozusagen tatsächlich auch Bilder zu manipulieren. Und das ist natürlich ein sehr, sehr aktuelles Thema, wie wir wissen, dass man natürlich immer quasi mit Bildern sehr viel Macht erzeugen kann oder halt umgekehrt tatsächlich einfach auch die Dinge der Vergessenheit anheimfallen lassen kann. Und dann gehen wir wieder ein Stück weiter. Und wir haben ja schon gesehen, dass die Inszenierung von Macht, die Manipulation von Macht sicherlich eines der ganz, ganz großen Themen ist, die sich in diesem Bildzyklus verbinden. Und wir sind hier bei einem Bild, das den Titel Soft Power trägt, die sanfte Macht, aber alles andere als das ist. Es sieht eigentlich erst auf den ersten Blick sehr harmlos aus. Wir sehen hier wieder die Figur des Pharao, der interessanterweise sozusagen auf seiner
oder über seiner monumentalen Skulptur steht. Eine Bildkomposition, die in dem Fall tatsächlich ein ganz präzises Vorbild hat. Manche der Bilder von Marc Babel greifen sehr detailliert Zitate auf. Und hier geht es tatsächlich um eine Stele, die man in der Ramsesstadt gefunden hat, die Hauptstadt Ramses des Großen im Nildelta, die sich heute im Museum in Hildesheim befindet. Und da sieht man tatsächlich den Pharao Ramses, wie er neben seiner riesigen Skulptur steht und tatsächlich sozusagen seinem Volk Gaben überreicht. Herr Marc Babel hat das ein bisschen verändert, diese Information. Wir sehen den tatsächlich hoch über den anderen thronenden oder stehenden König, wieder mit der charakteristischen Doppelkrone. Und er wirft lauter Federn der großen Masse zu, der anonymen Masse. Die werden überschüttet mit einzelnen Federn. Und die Feder ist für Ägypten sehr wichtig, denn das ist das Schriftzeichen und das Symbol der Göttin der Wahrheit, der Ma'at. Die Ma'at ist etwas, was für Gerechtigkeit, für richtiges, korrektes Leben steht. Eigentlich in der Antike in Ägypten sehr, sehr positiv assoziiert. Die spielt auch im berühmten Totengericht eine große Rolle. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Für Marc Babel ist es aber ganz anders konnotiert. Hier geht es um die Indoktrination der Massen, die im Prinzip sozusagen weichgespült werden mit der Propaganda des Herrschers, die auf sie niederkommt. Er möchte hier ganz dezidiert auch Erinnerungen wecken, wie wir sie aus dem frühen 20. Jahrhundert kennen, mit den überhöht vom Balkon heruntersprechenden großen Diktatoren wie Hitler, Mussolini, Stalin, Peron, die sich so inszeniert haben. Man denkt aber auch jüngst noch an Donald Trump, der vom Balkon des Weißen Hauses fast predigt, möchte man sagen. Und das sind im Prinzip eine Umdeutung der altägyptischen Welt, die er quasi deutlich kritischer sieht, als wir Ägyptologen das tun. Und in dem Fall tatsächlich eher dieser negativen Aspekt sozusagen, die Masse, die muss im Prinzip das vom Pharao Geäußerte einfach so hinnehmen und einfach auch blind wiederkäuen im Prinzip. Interessant. Ist das denn eine, wenn ich eine Zwischenfrage stellen darf, eine ikonografisch in der ägyptischen Kunst erkennbar, dass auch mit Darstellungen solche Kritik geübt wird, wie er es heute tut? War es damals, gab es das damals auch? Kann man das entschlüsseln überhaupt? Also die Ägypter waren, zumindest wenn es um die offizielle Bildsprache geht, sehr, sehr unkritisch, sage ich jetzt mal. Also der Pharao inszeniert sich immer als der siegreiche Held, als der große Macher, der alle seine Kriege gewinnt, der zum Wohle seines Volkes agiert und der im Prinzip fehlerlos ist. Und das ist etwas, was sehr typisch auch für die ägyptische Kunst ist, dass man ja so ein Idealporträt hat, man sich immer sehr jung und dynamisch, heldenhaft inszeniert. Und diese kritischen Momente, die finden sich dann tatsächlich eher in inoffiziellen Dokumenten, die nicht vom Pharao selber dann sind, die tatsächlich eher dann, was weiß ich, der Alltagskultur entspringen. Also, und von daher ist natürlich auch dieses Nehmen der ägyptischen Bildsprache für diese sehr kritischen Themen etwas, was in irgendeiner Weise auch stimmig ist, dass tatsächlich die ägyptische offizielle Kunst des Pharao eine sehr propagandistische war und sehr auch sehr dogmatisch und zur Selbstinszenierung diente und so. Vielleicht noch ein interessanter Hinweis, dass hier tatsächlich sich auch wieder als Zitat ein sehr, sehr spannender Text verbindet in diesem Bild, denn es handelt sich hier um einen Ausschnitt der sogenannten Israel-Stele. Und das ist ein sehr, sehr großes beschriftete Tafel, die der König Merimtach, ein Pharao der 19. Dynastie, geschaffen hat. Und das ist in der Tat der allererste schriftlichen Nachweis für die Bezeichnung Israel, wobei Israel noch nicht als Territorium wahrgenommen ist, denn man hat dahinter nicht das Deutschzeichen für Land, sondern man hat dahinter das Deutschzeichen für Menschen. Das heißt, die Israelis sind sozusagen eine Gruppe von Menschen, die damals schon tatsächlich in dem palästinensischen Raum wahrgenommen wurden und historisch natürlich von daher ein sehr, sehr interessanter Text, der sicherlich ganz gezielt jetzt hier auch in dieses Bild eingeflossen ist. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass der ägyptische Pharao sich natürlich inszeniert als etwas, was sehr positiv wahrgenommen ist, als sehr
sehr schützend, auch für sein Volk. Und eins der charakteristischen Bilder, in denen der Pharao zum Ausdruck bringt, dass er gegen das Böse, gegen das Feindliche agiert, ist das Bild des Erschlagen der Feinde, wie wir das nennen als Ägyptologen. Und man sieht hier eine weibliche Herrscherin, das sicherlich eine Anspielung auf die Königin Hatschepsut, eine der wenigen Frauen auf dem ägyptischen Thron und die in der Nachwelt tatsächlich aber auch verfemt wurde und von ihrem unmittelbaren Nachfolger schon ausrodiert wurde. Ihre Bilder sind in der Regel zerstört und ausgehackt. Aber Hatschepsut macht hier etwas, was sehr, sehr viele Pharaonen bildnerisch machen. Sie prügeln oder schlagen auf die Feinde ein, die im Prinzip vor dem König stehen und natürlich ihn dann auch noch anbeten, weil er halt natürlich für das korrekte ägyptische Leben steht. Und das ist sozusagen ein ganz typisches Bild, wie man sich inszeniert. Diese Bilder finden sich häufig auch auf den Außenwänden von Tempeln, das heißt auch zugänglicher für viele Menschen, die den Tempel nicht betreten durften. Das war ja sehr geregelt. Und sie dienen auch einem magischen Schutz in gewisser Weise. Für Mark Barbey steht aber dieses Bild vor allem auch um die Umkehrung von Geschlechterrollen. Das ist auch ein ganz großes Thema, was ihn sehr umtreibt, dass er sehr gerne im Prinzip soziale Verhältnisse umtauscht, die sozusagen die Unterschicht in den Fokus rückt oder eben im Prinzip jetzt Frauenrollen gibt, die sie in der Antike eigentlich nicht hatten. Im Falle von Hatschepsut sicherlich schon, aber eine der ganz, ganz großen Ausnahmen in 3000 Jahren Geschichte. Es ist schon etwas sehr Einzigartiges gewesen. Und diese Umkehr sieht man auch in der zweiten Bildhälfte, dass man hier eine Frau sitzt, sieht auf einem Thron oder auf einem Stuhl. Das ist allein schon die Hieroglyphe für edel sein, erhaben sein. Die Vornehmen sitzen auf solchen Stühlen, so wie wir sie kennen. Die normale Bevölkerung würde auf dem Boden sitzen oder auf nur ganz kleinen Schemeln. Und hier ist es jetzt eine Frau, die in schreibender Weise dargestellt ist. Auch etwas, was sicherlich nicht häufig der Fall war, dass Frauen Berufe hatten, die tatsächlich auch Schreibkundigkeit voraussetzen. Und das ist sozusagen eine sehr offen ausgespielte Kritik letztlich an sehr fest determinierten Geschlechterrollen. Ja, hier kommen wir zu einem Bild, was tatsächlich auch ein originales Zitat in gewisser Weise ist. Denn wir sehen hier einen minderwüchsigen Mann, der da groß im Bild prominent aufscheint. Man kann sehr schön auch erkennen, dass natürlich auch wie in Ägypten tatsächlich reale Körpergröße im Prinzip für das Bild irrelevant war, dass eigentlich die wichtigste Figur am größten dargestellt ist und die originalen Proportionen eigentlich völlig verbogen werden oder im Prinzip nur von sekundärer Bedeutung sind. Und dieser Minderwüchsige tritt hier mit seiner Frau auf, die deutlich kleiner hinter ihm steht. Ein kleines, noch persönliches Bild hier eingeflossen, das ist nämlich der Hund von Herrn Barbey, Monty, der in mehreren Bildern erscheint. Und ganz groß davor ein Text, und das ist wieder ein ganz interessantes, originales Zitat, ein Königsbrief, der erhalten ist in einem Grab in Assuan. Und zwar schreibt hier der Pharao Pepi II., das ist ein Herrscher der 6. Dynastie, so 2200 vor Christus, schreibt an einen Mann namens Herchuf, der tatsächlich eine große Reise gemacht hat in südlichere Länder und von dort einen Pygmäen mitgebracht hat. Und diese nicht nur die Pygmäen, sondern auch tatsächlich Minderwüchsige waren sehr beliebt, hatten größere Funktionen zum Teil am Hofstaat des Pharao, haben zum Teil Priesterrollen sogar bekommen. Und dieser Pygmäe war tatsächlich etwas sehr Besonderes, denn in dem Brief schreibt dann der Pharao, dass man ganz besonders auf ihn aufpassen soll, dass er bloß nicht ins Wasser fällt. Das kann man hier sehr schön dann im Detail auch nochmal sehen. Und er soll extrem gut beschützt werden und an den Hof des Pharao geführt werden.
Und was wir jetzt hier in der Ausstellung gemacht haben, wir haben ja die Bilder von Marc Barbey zum Teil gegenübergestellt oder kombiniert mit antiken Objekten. Und so sieht man hier jetzt links von mir ein sehr schönes Relief, das so ein bisschen später ist als dieser Text, den ich gerade zitiert habe. Und einen Beamten auch zeigt in dieser ganz, ganz klassischen, typischen Darstellungsweise, die hier auch in dieser Fotokollage dann übernommen wurde, mit dieser klassischen aspektivischen Mehransichtigkeit des Körpers, mit den Attributen, einem Zepter in der Hand und einem Amtsstab, sodass dann tatsächlich auch dadurch sofort eine gewisse Rangfolge erkennbar ist. Doch kommen wir hier zum nächsten Bild. Wir haben vorhin schon von George Orwell gesprochen. Da war es nur ein indirektes Zitat. Hier ist es jetzt ganz dezidiert, auch tatsächlich textlich zitiert, das Werk 1984 mit dem Text "Who controls the past controls the future and who controls the present controls the past." Das ist natürlich auch wieder dieser Aspekt der Überwachung, der Aspekt der extremen Kontrolle des Staates, der ganz massiv auch in das Privatleben eingreift. Und dergleichen ist jetzt hier umgesetzt mit einem Ehepaar, was hier so an einem Tisch sitzt, auf dem noch verschiedene Gemüsesorten liegen. Und rechts und links stehen Frauen, die wieder so eine Feder im Haar haben. Und das habe ich vorhin schon gesagt, die Feder ist das Symbol der Göttin der Wahrheit, der Göttin Ma'at. Und die ist hier tatsächlich dargestellt. Und wie gerade eben schon auch angedeutet, diese Wahrheit, diese Gerechtigkeit ist in den Bildern von Marc Barbey doch sehr auch negativ zu lesen. Und wir wissen natürlich auch, dass in George Orwells Roman das Ministerium für Wahrheit ein Propagandaministerium ist und keinesfalls eine gute Institution. Und im unteren Bereich sehen wir dann sozusagen die Staatssicherheit oder die militärischen Kräfte, die hier aufmarschieren. Wieder auf den Schildern sieht man dieses Symbol, diese Feder dargestellt. Und die aktuelle Interpretation dieser Staatskräfte oder dieser Geheimpolizei kann man daran ablesen, dass hier so Tarnpatterns verwendet sind. Und diese Camouflage-Pattern, die Marc Barbey in diese Bilder integriert, sind in der Regel übernommen, entweder von den amerikanischen Marines oder von der russischen Staatssicherheit. Und das heißt, auch hier wieder so im einzelnen kleinen Detail gibt es eine ganz große Mehrschichtigkeit des Bildes, die tatsächlich dann sich mit einer doch sehr, sehr kritischen Interpretation von vielen Dingen halt ablesen lässt. Und die Tarnpatterns, die sind halt auch in diesem Bild zu sehen. Man kann das sehr schön sehen. Wir sehen jetzt hier einen Pharao zweimal dargestellt, einmal mit der unterägyptischen Krone und einmal mit der oberägyptischen Krone. Und er macht jetzt das, was ich vorhin auch schon angedeutet habe. Er erschlägt wieder die Feinde Ägyptens, inszeniert sich selber als der Beschützer seines eigenen Landes. Hier jongliert er sozusagen mit den ganzen Feinden. Und da wird er an den Haaren gepackt und mit einer Axt niedergeschlagen. In der Mitte fungieren dann zwei Götter, Amun und Hathor, sozusagen im Zentrum des Geschehens, weil der Pharao macht ja nur etwas, was Gott gewollt ist. Er regiert ja für die Götter sozusagen das Land und fördert sozusagen das, was die Götter wollen. Hier interessant ist vor allem das Detail, wenn man diese fremdländischen Personen sich anschaut. Hier in der Mitte kann man es am besten sehen. Dann sind das in diesem Fall Kolonialuniformen, die dem Deutschen Reich entnommen sind. Und hier verbindet sich sozusagen auch eine kritische Bemerkung in Richtung Kolonialismus. Marc Barbey hat auch eine Fotoreihe geschaffen, die heißt Unser Afrika, in der er sich ganz dezidiert mit der deutschen Kolonialvergangenheit auseinandersetzt. Und das ist sozusagen dann halt auch ein indirektes Zitat auf eine andere Bildreihe und auch letztlich die Auseinandersetzung mit Geschichtsbewusstsein.
Wie sind Sie denn darauf gestoßen, eine solche, als Ägyptologin, sich so weit in die moderne Kunst hineinzubegeben? Ist der Künstler auf Sie zugekommen? Haben Sie ihn entdeckt? Wie kam es dazu? Also wir haben eine große Kooperation mit dem Römer-Pelletier-Museum in Hildesheim und über diese Kooperation sind wir jetzt an diese Ausstellung gekommen. Und ich persönlich mag zeitgenössische Kunst sehr, sehr gerne und finde das sehr spannend, wenn man im Prinzip auch so Verbindungen schafft oder wie hier jetzt im Prinzip ägyptische Bildsprache in die Moderne überführt, um sehr doch bedeutende sozialkritische Themen anzusprechen. Von daher ganz, ganz spannend. Und eins der Themen, was sich jetzt hier in diesem Bild verbindet, ist auch brandaktuell, nicht nur in den USA, das ist das Thema Migration, die Integration von Fremden, von Ausländern in die Gesellschaft. Und wir haben gerade schon gesehen, der Pharao ist normalerweise derjenige, der die Feinde niederschlägt und dafür sorgt, dass nur das Ägyptische erhalten bleibt. Und das ist hier im oberen Bild sehr schön auch zu sehen. Man hat die abgehackten Hände sehr brutal auch inszeniert. Und dann wieder der Pharao in dieser Kolonialtracht niederknienden, sich ergebenden Feinden natürlich. Im unteren Bildbereich sind dann im Prinzip die friedvolle Umsetzung. Man sieht nämlich dieselben Protagonisten, nun jetzt hier als Musiker bei der Harfe, mit der Harfe spielend, ein Bauer, der gerade hier so ein Rind vor sich her treibt und eine Frau, die halt tatsächlich Sachen niederschreibt. Und das ist deswegen interessant, weil tatsächlich in der altägyptischen Kultur auch immer wieder sowas passiert. Wir haben sehr deutliche Zeugnisse davon, dass tatsächlich Ausländer sehr wohl integriert werden konnten in die ägyptische Gesellschaft und tatsächlich auch sehr hohe Funktionen bekommen haben. Das heißt, man hat einerseits das nach außen kommunizierte recht brutale Bild, alle anderen sind schlecht, weil wir sind das einzige gottgewollte System. Und gleichzeitig gibt es aber tatsächlich in der Antike, zumindest in gewissen Zeiten, die positiv gelungene Migration von Bevölkerungsanteilen. Und mit dem allerletzten Bild kommen wir tatsächlich zu einem Thema, was sicherlich jeder kennt, der sich mit Ägypten auseinandersetzt. Das ist das Thema Jenseitshoffnung, der Glaube an ein Weiterleben im Totenreich. Und das ist natürlich in Ägypten ganz essentiell verbunden mit der körperlichen Weiterexistenz. Das heißt, die Mumifizierung dient ja dazu, den Körper zu erhalten für die Ewigkeit, sodass man tatsächlich auch körperlich im Totenreich weiterlebt. Und hier ist es jetzt wieder ein Bild, was ein sehr genaues Zitat ist von einer Darstellung auf einem Sarg, auch wieder im Römer-Pelletier-Museum in Hildesheim. Und dieser Sarg zeigt die Mumifizierung. Man sieht hier sozusagen den toten Körper und dort ist er dann schon zur Mumie geworden. Und man hat jetzt hier diesem Fotomodell tatsächlich auch wieder per Fotomontage ein originales Objekt, ein sehr, sehr wertvolles Objekt auf den Kopf gesetzt. Das ist nämlich tatsächlich eine Priestermaske, die den Gott Anubis darstellt. Anubis, der Gott der Mumifizierung, der Gott der Nekropole, der Friedhöfe und der sehr gerne auch dargestellt wird in solchen Mumifizierungskontexten. Und originale Objekte sind auch hier zu sehen. Hier handelt es sich um die vier Eingeweidekanopen mit den vier verschiedenen Deckeln für die Götter der Eingeweide. Auch ein ganz, ganz klassisches Bild. Und das ist natürlich ein Motiv oder ein Bild, was sich tatsächlich sehr auch mit dem altägyptischen Gedankengut auseinandersetzt und gar nicht so eine Brücke in die Moderne baut, sondern eher als ein klassisches Motiv verstanden wird und im Prinzip mit den bildnerischen Mitteln, die er halt verwendet in dieser Reihe, einfach die schöne Brücke baut in die Moderne. Mhm. Und damit wären wir sozusagen am Ende und ich bedanke mich einfach für die Aufmerksamkeit und wenn Fragen sind, stehe ich natürlich sehr gerne noch zur Verfügung. Frau Pieke, ich bedanke mich ganz herzlich im Namen unserer Mitglieder, 85.000 an der Zahl, darf man auch immer wieder gerne mal sagen, deutschlandweit, weltweit, wir haben auch viele Mitglieder im Ausland, die eine solche Gelegenheit vielleicht sehr, sehr dankbar auch wahrnehmen, eine Ausstellung zu sehen, die hier in Mannheim stattfindet, seit März bis wann? Bis Ende Januar. Bis Ende Januar. Hoffen wir, dass es auch für die Besucher vor Ort noch die Gelegenheit gibt, die Veranstaltung vielleicht auch live zu sehen.
Wir werden versuchen, solche Formate weiterzuentwickeln, gerne auch mit Ihnen zusammen. Wir kooperieren mit dem Museum ja, machen viele Buchprojekte und haben auch schon einige Veranstaltungen hier im Museum gemacht. Ich bin gespannt natürlich, das ist ein Beispiel dafür, wie die Krise, die wir gerade durchlaufen, auch neue Wege öffnet. Sie haben im Vorgespräch auch davon berichtet, dass das Museum auch neue Wege in der Museumspädagogik gehen muss. Vielleicht können Sie uns dazu noch kurz was sagen. In der Vermittlung mit unserem Publikum. Weil es ist natürlich schon jetzt auf einmal sehr wichtig, dass wir das Publikum anders ansprechen. Wir haben ja vorher natürlich vor allem auf die Besucher vertraut, die hierher gekommen sind und letztlich auch schätzen, halt hier vor Ort die Sachen sich anzuschauen, sie zu studieren. Und wenn das nicht möglich ist, wie gerade jetzt, müssen wir natürlich aktiv auch quasi etwas anbieten. Also wir sind ja auch eine Institution, die eine wichtige Rolle spielt in der Gesellschaft und kulturpolitisch von Bedeutung ist. Ja. Und deswegen ist es, finde ich, jetzt auch sehr gefordert, dass wir auch aktiv versuchen, jetzt in diesen Zeiten tatsächlich unser Publikum zu erreichen und ihnen was zu bieten. Und das vielleicht auch auf eben neuen Wegen, die wir gerne vielleicht auch zusammengehen können ein Stück. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich, wie gesagt, bedanken bei Ihnen. Ich habe Ihnen noch ein Buch mitgebracht. Ich darf es noch mal schnell in die Kamera halten. Ganz neu bei der WBG erschienen, der große Atlas der Menschheit über den Homo sapiens, die Geschichte der letzten 100.000 Jahre. Behalten Sie uns in guter Erinnerung, empfehlen Sie uns weiter. Das mache ich sehr gerne. Wir kommen sehr, sehr gerne wieder und bedanken uns ganz herzlich. Auch beste Grüße an Herrn Rosenthal und sehr gerne. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr gerne, Dankeschön. Einen letzten Hinweis habe ich noch in Sachen WBG. Sie wissen, viele von Ihnen wissen es und haben sich auch beteiligt an der Wahl zum Sachbuch des Jahres. Wir haben den Wissen-Sachbuchpreis der WBG für Geisteswissenschaften ausgeschrieben. Der wird zum zweiten Mal vergeben. Auch hier gehen wir neue Wege. Wir hatten geplant, die Preisverleihung in München vor einem großen Publikum, auch mit Ihnen, zu feiern. Das wird aus bekannten Gründen nicht möglich sein. Wir haben einen Kooperationspartner schon gewonnen gehabt. Der hat sich jetzt bereit erklärt, die Preisverleihung zu übertragen. Und zwar wird sie am 23. Januar im Deutschlandfunk in der Sendung Lesart um 11.05 Uhr live übertragen werden, sodass Sie dann auch erfahren werden, wer der Preisträger ist. Die Jury hat schon getagt, aber es bleibt geheim bis zum 23. Januar. Wir würden uns freuen, wenn Sie einschalten und wenn Sie es weitersagen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für die Teilnahme heute hier in den Reichs-Engelhorn-Museum bei der Führung mit Gabriele Pieke. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Alles Gute.